Bekanntlich kommen heute die Daten zur Inflation in den USA aus dem Oktober und es geht plötzlich ein Gerücht an der Wall Street um und das besagt, was passiert denn, wenn die beiden Regierungen jetzt ähnlich wie bei den Arbeitsmarktdaten eine Revision auch der Inflationsdaten macht. Hintergrund dieses Gerüchts an der Wall Street ist natürlich, dass die US-Regierung, die jetzt noch im Amt ist, die Wahl ja faktisch komplett verloren hat, dementsprechend jetzt nichts mehr zu verlieren hat und möglicherweise dann die nächste Regierung, also die Trump-Regierung, die Zahlen ohnehin dann revidieren würde und dann mit dem Zeigefinger auf die Biden-Administration zeigen würde. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was mit den Arbeitsmarktdaten passiert ist, da gab es zwei Dinge, die letztendlich diese Arbeitsmarktdaten massiv nach oben gejazzt haben, Stellen erfunden wurden, die niemals der Fall waren. Das erste war das sogenannte Burst-Test-Model, also die Rechenmodell, das unter Reagan eingeführt wurde, wonach man mal schätzt, wie viele neue Firmen entstanden sind, mit wie vielen neuen Stellen und gleichzeitig wie viele Firmen pleite gegangen ist, mit wie vielen Stellen da verloren gegangen sind. Reiner Pi mal Daumen Luftwert, null Anhaltspunkte an der Realität, zumal man sich nicht mal die Zahl der Insolvenzen anschaut und da Rückschlüsse draus zieht. Schwamm drüber. Also das ist die erste Kategorie, Burst Death Model. Und die zweite sind die sogenannten Seasonal Adjustments, also die saisonalen Anpassungen. Und gerade das war bei den Arbeitsmarktdaten unfassbar. Da sind teilweise um 200.000 Stellen zum Beispiel geschaffen worden und ohne diese Seasonal Adjustments wäre die Zahl sogar negativ gewesen. Also das zeigt so ein bisschen, wie der Hase hier läuft. Und wenn wir jetzt mal zur Inflation kommen, dann gibt es dort natürlich kein Burst-Test-Model, aber sehr wohl eben die Seasonal Adjustments. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, zum Beispiel Benzin und Öl. Was haben die eigentlich im Oktober gemacht? Und da sehen wir diese Linie, die Sie hier sehen, dieses weiße, das ist Ende September, also hier beginnt der Oktober jeweils. Und wir sehen, das geht dann erstmal ziemlich nach oben bis Mitte des Monats, dann verflacht das wieder und endet dann sowohl bei Benzin, also den Benzinpreisen, die am Großmarkt gehandelt werden, als auch bei Öl, endet das dann höher als zu Monatsbeginn. Mit anderen Worten, die Preise sind gestiegen, sowohl für Benzin als auch für Öl. Jetzt haben wir aber öfter gesehen, und das ist mir sehr, sehr stark ausgefallen, dass wir eben dann diese Seasonal Adjustments haben. Das heißt, man hat gesehen, dass eigentlich Öl und Benzin gestiegen waren in einem Monat, aber dann in diesem Inflationsbericht vom Bureau of Labor Statistics, den Sie hier dann sehen, plötzlich negativ waren, weil Seasonal Adjusted. Mit welchem Grund, mit welcher Motivation, keine Ahnung, aber es war der Fall. Und das ist sozusagen das Einfallstor, womit man auch die Inflationsdaten ein bisschen drehen kann. Und natürlich hat eine Regierung, hätte auch die Trump-Regierung, wenn sie denn im Amt wäre, natürlich jede Motivation, die Arbeitsmarktdaten besser dastehen zu lassen, als sie faktisch sind, die Inflationszahlen niedriger erscheinen lassen, als sie faktisch sind. Also die Motivation wäre da, ob das Gerücht stimmt, ob da was dran ist, kann ich nicht beurteilen, dass die Wall Street jetzt plötzlich sagt, ja, die könnten doch jetzt mal clean up their house, die könnten also praktisch jetzt mal ihr Haus aufräumen, das sei doch der optimale Zeitpunkt. Das ist das, was die Analysten erwarten, hier für die Zahlen heute, die ja heute 14:30 kommen in deutscher Zeit. Hier sehen wir Median Forecast in der Headline zum Vormonat 0,21, zum Vorjahresmonat 2,6, aber wichtiger vielleicht noch die Kernrate, hier die Prognose zum Vormonat 0,3, ziemlicher Anstieg, und zum Vorjahresmonat 3,3%. Und hier mal ein paar Analysen von Goldman Sachs für Institutionelle, welche Bewegung zu erwarten ist, immer an dieser Core CPI ausgerichtet, also der Kerninflation. Und wenn es über 0,4 wäre, dann ziemlicher Abverkauf von 1,5%. Wäre es 0,35 bis 0,4, dann halbes Prozent etwa Abverkauf. Wäre es niedriger, Pi mal Daumen, dann wäre es besser, gerade wenn es sehr niedrig wäre. Also das wird schon wichtig, zumal die Konsumenten, wie gestern die Umfrage der New York Fed gezeigt haben, ja eigentlich davon ausgehen, dass die Inflationsdynamik komplett jetzt so ein bisschen raus ist, aber man rechnet nicht mit dem Donaldo, der ja dann die Zölle erheben will, der gleichzeitig Illegale außer Landes bringen will und all das natürlich ein besonders intensiver Mix an Inflation, der da kommen wird. Und so haben wir gesehen, dass jetzt eigentlich ja vielleicht der wichtigste Markt, das wichtigste
wichtigste Kriterium für die Märkte insgesamt eben die Renditen sind, die Kapitalmarktzinsen. Ich hatte gestern schon gezeigt, das könnte so eine Ausbruchsformation jetzt nach oben sein. Wir sehen bei MarketWatch, 10-jährige Anleiherendite könnte auf dem Weg zu 5% sein und vor allem die Geschwindigkeit, mit der das passierte, sei das besorgniserregende. Wenn jetzt die Inflationsdaten höher hereinkämen, würden die Renditen, die Kapitalmarktzinsen weiter steigen, während sie niedriger, würden sie fallen. Das würde dann eben dann die Aktienmärkte erleichtern und zu einer Rallye führen, wenn es so wäre. Und wir sehen, wir sind hier an einer sehr wichtigen Position, nämlich diese Abwärtstrendlinie, die wir hier haben bei der Rendite, als wir ja schon mal bei 5% gewesen waren, dann runtergegangen sind auf 3,6%, dann senkte die Fed die Zinsen um 0,5% im September und seitdem geht es wieder nach oben, jetzt über 80 Basispunkte seit der Fed-Zinssenkung. Kommen wir now to the Aktienmarkets, meine Damen und Herren, und wir sehen, wir hatten gestern den ersten negativen Tag seit der US-Wahl. Was Sie hier sehen, ist der S&P 500 mit dieser Rounding Formation, gestern unter Druck, vor allem die Nebenwerte im Russell 2000, die natürlich vorher besonders massiv gestiegen waren. Gestern übrigens die schlechteste Marktbreite seit August, also New York, NYSE, Advanced Decline Line, also Anzahl der Aktien, die steigen, minus der Anzahl der Aktien, die wo fallen tun. Und da sehen wir, dass das so negativ gewesen war, wie eh seit August nicht mehr, und August war ja Anfang August vor allem noch ein bisschen Turbulenza an den Märkten, das erwartet jetzt keiner mehr. Hier sehen wir die Fundmanager, 29% übergewichtet in USA, höchster Wert seit 11 Jahren. Wir sehen gleichzeitig, dass wir auf dem tiefsten Stand sind, was die Emerging Markets betrifft, zu den US-Märkten seit über einem Jahrzehnt. Und gleichzeitig sehen wir, dass bei der letzten Präsidentschaft, wenn Sie den Chart hier unten mal gucken, als Trump an die Macht kam, dann dieser Uncertainty Index, der Unsicherheitsindex, deutlich nach oben ging. Bisher sehen wir das noch nicht, aber wenn Seth Donald dann drankommt und das Ruder übernimmt im Januar, dann dürfte das passieren. Ich hatte gestern schon gezeigt, wir haben massive Umschichtungen bei der von der Bank of America befragten Großinvestoren. Man erwartet jetzt plötzlich Wachstum, ist also da völlig euphorisch. Und so haben wir gesehen, dass 9 Tage, Handelstage in Folge, es Zuflüsse gab in den SPY, das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Also jeden Tag Zuflüsse, keine Abflüsse. Das ist die längste Strecke seit 10 Jahren. Und alle kaufen, nur die Insider, also diejenigen, die an relevanten Stellen eines Unternehmens sitzen und Einblicke haben, die kaufen nicht. Da ist die Quote so gering wie seit 3 Jahren nicht mehr und geringer als in all den Jahren vor eben dieser geringen Rate, die wir hatten bei Corona. Wir haben ja massive Geldabflüsse gesehen aus Tech jetzt auch, wie wir hier sehen, und zwar doppelt so stark wie Anfang 2022. Als der Bärenmarkt begann, ein kurzer Bärenmarkt, aber ein Bärenmarkt, als die Fed eben die Zinsen dann angehoben hatte. Und hier sehen wir, dass sich das auch so ein bisschen widerspiegelt. Seit der Wahl sehen wir, dass Apple, Microsoft und Halbleiter nicht mehr so richtig laufen. Microsoft hat den S&P jetzt seit Juli um 18% underperformed. Auch Apple hatte deutlich underperformed den S&P 500. Also wir sehen Schwäche bei Tech eigentlich. Und klar, Apple, Microsoft, vor allem Apple aus meiner Sicht, wäre stark betroffen, wenn diese Zölle kommen, weil man ja diese Apple-Produkte eben in China, in Indien produziert und darauf Zölle zahlen müsste. Das wäre... Und das gilt für so viele Firmen, die davon betroffen wären in den USA, was die Wall Street jetzt bisher nur teilweise eskomptiert hat. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier jetzt Donald verkündet hat. Elon Musk wird mit Vivek Ramaswamy hier jetzt dieses sogenannte Department of Government Efficiency leiten. Also hier soll es um Bürokratieabbau gehen, Dismantle Government Bureaucracy und so weiter. Hier sollen Regulierungen zurückgefahren werden, also Bürokratieabbau, etwas, was wir auch bräuchten, gerade in Deutschland, meine Herren.
Da ist es ja besonders schlimm. Jetzt sagt Peter Schiff, naja, dass, wenn du hier abbauen willst, dann solltest du einfach dafür sorgen, dass der Debt Ceiling, also die Schuldenobergrenze, nicht angehoben wird. Aber das Entscheidende ist aus meiner Sicht, hier wird gesagt, hier hat Elon Musk gesagt, naja, wir werden hier 2 Billionen des Regierungsbudgets einsparen können. Und dieses Regierungsbudget, das, was also die Regierung an Geld zur Verfügung hat, ist wie die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, nämlich über 6 Billionen Dollar. Nur die USA selber als Volkswirtschaft, BIP, und China, BIP, ist höher als das Budget der US-Regierung. Und er sagt also, 2 Billionen könnte ich da einsparen. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an, etwa für das Jahr 2023. Und dann sehen wir, hier gibt es Mandatory-Posten, also Sachen, die du gar nicht mal eben cutten kannst, also Zahlungsverpflichtungen, zu denen du gesetzlich verpflichtet bist. Und wir haben insgesamt sozusagen Discretionary, also worüber man überhaupt entscheiden kann, ein Volumen von 1,7 Billionen Dollar. Das heißt, Elon Musk kann diese 2 Billionen Dollar Zusage niemals einhalten, weil überhaupt nur 1,7 Billionen Dollar überhaupt frei zur Verteilung zur Verfügung stehen. Von diesen 1,7 Billionen Dollar ist die Hälfte etwa Verteidigung. Und jetzt kann ich mir unter Donald Trump nicht vorstellen, dass der plötzlich jetzt den Verteidigungsetat auf Null runterfährt. Also mit anderen Worten, da kann nur ein Bruchteil dessen, was Elon Musk hier runterfahren will, kann überhaupt runtergefahren werden. Das ist also einer der Versprechen, die Elon Musk brechen wird. Bei Tesla haben wir ja schon einige Versprechen gesehen aus den letzten Jahrzehnten bis Jahrhunderten von Elon Musk, die nicht eingetreten sind, Flugtaxis, Robotaxis und so weiter und sofort. Dennoch, Dogecoin gestiegen 20%, nachdem der Donald das Department of Government Efficiency hier erklärt hat. Dogecoin ja sehr stark mit Elon Musk relatiert auf der einen Seite, und Sven Henrik bemerkt jetzt süffisant, gerade was Bitcoin betrifft. Okay, das alte Narrativ bei Bitcoin ist sozusagen ein unabhängiger Geld, ein unabhängiger Hedge gegen das Fiat-Geld der Regierung. Jetzt sagt man, oh, danke Regierung, dass du mein Depot hier aufpimpst mit deinen positiven Aussagen über Bitcoin. So schnell ändern sich die Zeiten. Bitcoin ist aber, wie diese Grafik hier oben zeigt, nicht wirklich ein Hedge, sondern vor allem nicht gegen Risikoaversion, sondern erhöht sozusagen das Risiko, denn Bitcoin reagiert sehr stark auf Risk on, Risk off. Und rechts sehen wir etwa, dass Coinbase jetzt die zweitmeist runtergeladene App ist im App Store. Also alle wollen Krypto traden, Krypto. Die Euphorie ist besonders groß, und jede Euphorie endet dann immer ganz großartig, wie wir wissen. Großartig auch ist das, was unsere Notenbankchefin Madame Lagarde wieder gesagt hat. Die gesagt hat, also diese Fluten in Spanien, die übrigens ja deswegen so verheerend waren, weil eben die EU, vorwiegend die EU, gesagt hat, ihr müsst diese ganzen Dämme abbauen. Wir wollen hier diese Flüsse natürlich fließen lassen und so weiter. Das war ein zentraler Grund, warum es diese katastrophale Überschwemmung in Valencia gab. Aber da sagt Lagarde, ja, also das droht praktisch unsere Wirtschaften komplett zu unterminieren. Das könnte unser ökonomisches Überleben ja praktisch gefährden. Wir sehen also wieder apokalyptische Aussagen von Madame Lagarde und wollen das jetzt mal abgleichen mit der Realität, nämlich den Schäden, die durch Unwetterkatastrophen oder also solche Unwetterkatastrophen entstehen in Relation zum BIP. Und dann sehen wir, der Trend geht seit den 90er Jahren latent nach unten, nicht nach oben. Aber Frau Lagarde erzählt uns, ja, also wenn wir da jetzt nicht die Klimadiktatur ausrufen, die ja durch die EZB praktisch schon umgesetzt wird in Richtung Banken zum Beispiel, wer als Bank irgendwie Kredite vergibt an fossile Energieerzeuger, der wird abgestuft, der wird abgestraft, der muss sich teurer dann refinanzieren am Markt. Und hier sehen wir also, dass das alles ziemlicher Bullshit ist, was uns Frau Lagarde erzählt, aber die Ideologie stirbt zuletzt, der Glaube stirbt zuletzt. Und apropos Glaube, hier sehen wir, dass europäische Aktien jetzt unter ihren 200-Tages-Durchschnitte gefallen sind. Sagt der eine Dinosaurier zum anderen, oh, das sieht richtig schlecht aus, sagt der andere Dinosaurier, ach Quatsch, ist doch alles schon eingepreist. Also den fand ich nicht so schlecht. Und eingepreist beim DAX, der ja gestern schwer unter Druck war. Der DAX war gestiegen, obwohl schon viele Indikatoren negativ gewesen sind, wie Wall Street Courier hier feststellt.
Und hier hat man Zeichen der Fragilität festgestellt. Jetzt ist ja die Rede von Euro-Dollar-Parität etc. Wir hatten gestern das ZEW-Sentiment wegen Trump, wegen dem Hickhack um die Koalition hier sehr, sehr schwach. Wir haben heute die Meldung Ford Köln, das war das Werk, das ja komplett auf Elektro umgestellt hat, wird jetzt alle Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das heißt, die arbeiten eine Woche, die nächste Woche wird nicht gearbeitet, dann wird wieder gearbeitet. Man halbiert also die Arbeitszeit, betrifft 3000 Mitarbeiter. Ja, sollte sich etwa erweisen, dass dieser erzwungene Schwenk zur Elektromobilität vielleicht der größte und teuerste Fehler der deutschen Industriegeschichte war. Ich habe da den Verdacht, dass dem so ist. Und das wird jetzt bestätigt durch die Überkapazitäten, die wir auch im Solarbereich haben. Wir haben viel zu viel Solar, viel zu viel an Erneuerbaren bereit. Wenn eben diese Energieträger angesprochen werden, also die Sonne scheint oder eben der Wind weht, jetzt hat der Chef von Rheinenergie Köln gesagt, also wir haben Überlastungen im Stromnetz durch Solarenergie, ungesteuerte PV-Zubau sorgt für hohe Kosten, weil wenn die Sonne scheint, dann würden alle einspeisen ins Stromnetz, so viel brauchen wir dann gar nicht, also wird das abgeregelt, also praktisch wird dieser Strom nicht eingespeist, aber die Einspeiser werden trotzdem vergütet, obwohl sie nicht einspeisen, weil sie wollten ja einspeisen. Das alles zahlt der Steuerzahler. Komplett Quatsch. Dann ist eben das Ziel der Politik bis 2030 80% erneuerbare Energien zu haben. Alles schön und gut, aber dann brauchst du immer noch 800 Stunden im Jahr, in denen du dann praktisch eine parallele Kraftwerkstruktur vorhältst und die will keiner bauen, weil für 800 Stunden im Jahr rechnet sich das nicht. Wir fahren also jetzt komplett gegen die Wand mit dieser Energiewende. Sichtbar auch in dieser Dunkelflaute. Letzte Woche 71% des Stroms, des Strombedarfs wurde gedeckt aus fossilen Quellen. Das ist, wie Thorsten Polleit sagt, das Gegenteil von dem, was die Politik vorgibt, erreichen zu wollen. Eine Illustration des Scheiterns für den staatlichen Interventionismus, den wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Und übrigens noch süffisant und interessant, Herr Kukes, dem ist was ausgerutscht, das ist ja der neue Finanzminister und der hatte zugegeben, es ist ihm so rausgerutscht und dann merkt ihr, shit, dass er schon einen Tag vorher, bevor es diesen Bruch der Koalition gab und Lindner entlassen wurde, dass Scholz ihn schon praktisch gesagt hat, bist du denn bereit, hier Finanzminister zu werden? Also das war alles nicht so fürchterlich spontan, wie uns der Herr Scholz erzählt hat. Abschließend zwei Empfehlungen. Inflation bleibt zu hoch, kann die Fed die Zinsen wirklich senken? Also nochmal das, was wichtig ist in Sachen Inflation. Erste Empfehlung und die zweite und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Bitcoin pausiert. Bitcoin von den Höchstständen ein bisschen runtergekommen, aber Dogecoin ist jetzt sozusagen explodiert. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie hier. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.